Hallo. Hallo. Wir hätten gern wieder ein Interview mit einem von euch. Servus, wir sind die KDE Community. Wir sind hier auf dem Linux Day in Vorarlberg in Dornbirn und wir haben hier die komplette KDE Lineup mit Steam Deck und Mobile und Grafiktablett mit Krita und alles drum und dran. Und zwar die erste Frage: Wie läuft der Fortschritt mit Plasma 6? Genau, Plasma 6 haben wir hier auch schon auf dem Gerät drauf. Und wie man hier sieht, sieht man nicht viel. Das heißt, aktuell ist es noch sehr Evolution als Revolution. Das ist auch so unser Ziel. Wir wollen halt möglichst nicht die User-Interaktionen kaputt machen, weil irgendwie mittlerweile Plasma so der einzige richtige Desktop noch ist. Wenn man auch anschaut, Windows 11 oder so hat mittlerweile auch irgendwie komplett Interaktionspattern geändert. Und dementsprechend wollen wir halt da wirklich von Plasma 5 eher eine Evolution machen. Nichtsdestotrotz passiert halt auch sehr viel unter der Haube. Das heißt, mit Qt6 natürlich sehr viele Fixes und auch hier bei Plasma 6 haben wir jetzt ein finales Release-Date für Februar. Das heißt, wir haben jetzt noch so 1-2 Monate Zeit, wirklich powern reinzuarbeiten. Aber Plasma 6 ist auf jeden Fall well underway und wir haben auch auf der Wayland-Seite natürlich sehr viel Arbeit reingesteckt. Ist das schon so ein richtiges offizielles Datum mit der Veröffentlichung oder könnte sich das auch noch verschieben? Also wir haben Anfang, Mitte Februar haben wir uns gesetzt. Ob das dann passiert, das schauen wir mal. Aber eigentlich ist das schon das Ziel dann tatsächlich, ja. Genau. Je nach Feedback, genau. Was sind denn so die wichtigsten Änderungen und Unterschiede von dem früheren bis also zum Plasma 6 sozusagen, von dem Umstieg jetzt? Die Unterschiede zwischen früher und Plasma 6, gut, das ist eine gute Frage. Genau, also man kann viele Änderungen in Plasma 6 zusammenfassen als Änderung von Defaults, also von Standardwerten, weil wir wollen natürlich in meiner Updates keine Settings jetzt umstellen, aber in Plasma 6 haben wir jetzt darauf geachtet zu schauen, wie wird in Plasma tatsächlich unseren Nutzern ausgeliefert. Zum Beispiel in Plasma 6 wird der Doppelklick der Standard sein. Ich persönlich finde den Doppelklick furchtbar und werde es natürlich sofort wieder umstellen, aber auch ich muss natürlich einsehen, dass es schon einen Grund hat, wenn andere Distros effektiv Plasma damit ausliefern und so werden viele Einstellungen in Plasma 6 einfach geändert sein auf Basis von User-Feedback, aber natürlich kann man das immer noch umstellen dann. Wie hat sich die Inklusion von KDE Plasma in das Steam Deck bei euch ausgewirkt? Interessant finde ich, dass wir halt natürlich unsere User-Gruppe. Das bleibt drin. Laute! Natürlich haben wir dadurch viele neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Interessant ist natürlich, dass viele von denen sich zwar mit PCs auskennen, aber mit Linux zum Beispiel nichts am Hut haben. Und das ist halt auch immer interessant zu sehen, einfach wie Leute an Probleme rangehen, die sich zwar irgendwie mit PCs auskennen, aber mit Linux eben nicht. Und auch gefühlt 80% aller Tutorials im Internet sind immer Schritt 1, geh in den Desktop-Modus und Schritt 2, mache dann irgendwas. Das heißt, wir haben natürlich einfach die Nutzerbasis von Plasma und KDE Software natürlich durch das Steam Deck auch deutlich erweitert. Ja. Nochmal eine allgemeine Frage: Gibt es wichtige Neuigkeiten von anderen KDE-Projekten? Arbeitet ihr auch noch an anderen Dingen? Ist das deine Chance, berühmt zu werden? Ich arbeite zurzeit an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in unserem Matrix-Client, der heißt NeoChat. Das geht langsam voran, aber es geht voran. Okay. Rede du über Kalender. Ja, so. Also in MacOho machen wir auch Fortschritt über das neue Mail-Client. Jetzt kann man bald E-Mail ausschreiben und nicht nur lesen, Accounts konfigurieren und das geht schon langsam als kohärenter E-Mail-Client. Und sonst in Tokodon, also ein Mastodon-Client, haben wir sehr, sehr viele neue Features angebaut. Ich glaube, es ist mittlerweile haben wir fast alle Features von Official Clients in unser Client drin, was schon ganz gut ist.
Genau, und dann auch, was ich auch noch ankündigen kann, ist, dass KDE Itinerary jetzt wieder im Google Play Store zu finden ist. Das war eine Zeit lang nicht verfügbar, weil man da auch, also KDE Itinerary ist unsere Reise-Companion-App, auch so ein cooles Real-World-Projekt, also wirklich was ich im Alltag effektiv nutzen kann. Da kann ich dann meinen Flugboarding-Pass und Bahntickets importieren und hat so gut es geht alles offline verarbeiten. Das heißt, da ist eine Tabelle oder eine Datenbank aller Flughafen weltweit drin, dass die App weiß, in welcher Zeitzone sich der Flughafen befindet und ob ich einen Steckdosenadapter brauche und hat möglichst alles offline. Und da kann man auch seine Corona-Impfzertifikate hinterlegen. Und das fand Google dann irgendwann nicht mehr so cool und hat dann Itinerary rausgeschmissen aufgrund fragwürdiger anderer Apps, die das eben auch hatten. Und jetzt seit kurzem ist dann KDE Itinerary jetzt auch wieder im Google Play Store verfügbar. Genau. Zum Steam Deck vielleicht von Valve. Inwiefern gibt es da irgendwie eine Zusammenarbeit wahrscheinlich irgendwie oder wisst ihr da was? Genau, also ist immer die Frage, was man da sagen darf, aber also Valve steckt auf jeden Fall sehr viel Arbeit und Entwicklung und auch Geld in den gesamten Linux-Stack. Also das ist nicht nur jetzt KDE-Software, sondern die gehen halt sehr pragmatisch ran und sagen, wir haben einen Bug im Grafiktreiber oder im Linux-Kernel oder im Firefox oder im Chrome oder irgendwo KDE oder sonst wo und die investieren halt sehr viel Ressourcen einfach in den kompletten Linux-Stack, einfach um End-to-End-Gaming unter Linux viable zu machen. Genau. Und da stehen die auch mit euch dann in Kontakt quasi? Genau, ja. Also es gibt einen Ticket-Austausch und genau. Dann vielen Dank. Freddy steht auf Outtakes. Ich will es mir nur mal gesagt haben. Outtakes.